Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Age of Empires 2 Definitive Edition. Ich bin Exekutrix und ihr seht schon, wir sind zurück in dem südostasischen DLC, welches im April rauskam, wo ich ja schon eine Kampagne, wie ihr wisst, gemacht habe. Und es bleiben zwei noch übrig, und zwar Yarendra 10.7 bis 10.25 und Barpur 14.97 bis 15.27. Ja, hier sind wir jetzt im Süden. Die Draviden, das sind, glaube ich, auch die, die einen Bonus bei den Schiffen haben. Ja, fangen wir mal. Der Nachfolger. Der Weg zur Größe ist durch das Wehklagen gebrochener Soldaten und das leise Weinen ihrer Frauen gezeichnet. Doch die Männer, die dieses Leid verursachen, dürfen ihnen keine Beachtung schenken. Die Cholla-Dynastie ist wie der Elefant im Wald. Ein Tier, das nur gedeihen kann, wenn es das Unkraut unter sich vernichtet, während es durch das Unterholz marschiert. Wie der Elefant müssen wir jede Gelegenheit ergreifen, die wir finden, um stärker zu werden. Auch wenn es bedeutet, diejenigen zu vernichten, die sich uns in den Weg stellen. Mein Vater wird nicht müde, mir diese Geschichte zu erzählen, aber ich werde sie wohl nicht an meinen Sohn weitergeben, wenn es an der Zeit ist, ihn das Herrschen zu lehren. Unsere Familie regiert seit über 1000 Jahren Teile des tamilischen Landes. Andere Dynastien stiegen und fielen in diesem für unsere Familie kurzen Augenblick, aber wahre Größe blieb uns doch verwehrt. Das änderte sich, als mein Vater an die Macht kam. Als frisch gekrönter Herrscher nahm er den Namen Raja Raja an, der König der Könige, ein Name, der sich als prophetisch herausstellte. Er hat viele unserer Nachbarn erobert und das kleine Cholla-Königreich in ein mächtiges Reich verwandelt. Ein Reich, das ich erben werde. Es ist mein Schicksal, ein ebenso großer Herrscher zu werden wie er. Vielleicht sogar ein noch größerer. Trotz seiner vielen Errungenschaften liegt ein Schatten in seinem Blick. Er hat die Größe erreicht, die er anstrebte, aber dabei ist er von der Dunkelheit verdorben worden. Er versucht, mir diese Dunkelheit einzuflößen, mit diesen Fabeln von Größe durch Herrschaft. Aber ich glaube, dass Größe stets mit Korruption einhergeht. Die Geschichte beweist es. Nachdem er sein Reich errichtet hatte, widmete sich Ashoka, der größte aller Herrscher, seinem Volk. Er baute Krankenhäuser für die Kranken und grub Brunnen für die Durstigen. Unter seiner Herrschaft blühten Reiche und Arme gleichermaßen auf. Ist das nicht wahre Größe? Nicht nur zu herrschen, sondern gerecht zu herrschen? Vater schüttelt nur den Kopf, wenn ich ihm das erzähle, oder lacht mich aus, wenn er gut gelaunt ist. Doch er hat mir die Chance gegeben, ihm das Gegenteil zu beweisen. Wir befinden uns im Krieg mit unseren alten Rivalen der Chalukya-Dynastie. Und er hat mich beauftragt, in ihr Land einzudringen. Ich werde einen gerechten Krieg führen. Wenn ich nach Thanjavur zurückkehre, wird Raja Raja wissen, wozu sein Sohn fähig ist. Gucken wir mal. Hauptziele, warten Sie auf Anweisungen und Hinweise. Rajanir kann nicht weiter als bis zur Ritterzeit fortschreiten, ist auf die Bevölkerung von 20 beschränkt. Ein nächtlicher Angriff auf das Chalukya-Lager ist sinnlos. Suchen Sie nach nutzbaren Schwächen und versuchen Sie, Gegner möglichst viel Schaden zuzufügen. Erhalten. Ihre Verbündeten im Wengi sind zu schwach, um es selbst mit Gegner aufzunehmen, aber wenn Sie Ihre Truppen zusammenlegen, können Sie den sonst übermächtigen Chalukya-Truppen überlegen sein. Sie können ihnen mit leichten Signalen zahlen. Günstiger. Nutzen Sie sie, um sich schnell gegen einen stärkeren Gegner zu rüsten. Sehr gut. Rajinja Roth ist mit einem kleinen Vorort in den Gebieten Chirks eingetroffen, mit der Rest der Schularmee aus Richtung Südosten unterwegs ist. Stadt Wengi. Jetzt, viel schwächer als ihre westlichen Schulukka-Rivalen. Die Schulukka-Armee belauert im Zentrum der Karte auf beiden Seiten des Flusses. Lager aufgeschlagen. Sie wird ihr mächtigster Gegner mit einem breiten Spektrum an Einheiten oder Elefantenbogenschützen. Infanterie im Norden liegt. Cholukas Hauptstadt Mankür, deren mächtige Mauern schwer zu knacken sein werden. Die Stadt versucht vor allem ihre Verteidigung zu sichern, wird aber ab und zu angreifen.
Gelb Süden wird vor kurzem von Ratos Truppen besetzt, schon allein aus Angst. Aha, Verbündete. Blablabla, oder zum Plündern. Okay. Wir haben die Ländereien der Chalukya erreicht. Ich würde sagen, das Gras ist auf dieser Seite des Flusses grüner, wenn ich es nur sehen könnte. Die Nacht ist unser Verbündeter, Eure Hoheit. Die Chalukya-Hauptarmee schläft in der Nähe. Wenn wir also leise sind, wissen sie nie, dass wir hier waren. Die Chalukyas haben einen Vorposten in der Nähe des Flusses errichtet. Wenn wir ihn einnehmen, können wir sie in die Defensive drängen und ihre Angriffe verzögern. Sari. Gut gemacht, Männer. Im Morgengrauen werden wir von dieser Festung aus unsere Angriffe auf die Chalukya-Armee beginnen. So, jetzt schicken wir die hier hoch. Versorgen die Chalukya-Soldaten mit Lebensmitteln. Wenn wir die Garnisonen ausschalten, können wir den Feind um seine Vorräte bringen. Inna kattalai munneru. Sari. உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு சோ So, ich nehme jetzt den da. உங்கள் சித்தடியே முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு சோ zum Adressieren. Mal alle drei Dörfer rein haben wir Glück. Munner. Ayudathai edu. Munner. Sariyaya. Paindu thaakku. Munner. Ungal sittam. Paindu thaakku.
So. சரி ஆயுதத்தை எடு Bin ich ja schon mal gespannt, das ist ziemlich knapp. Munir. Inna kattalai aayudhathai edu. So, auf diese zwei Einheiten. முன்னேர் சரி ஆயுதத்தை எடு. Wir haben getan, was wir konnten, um die Chalukyas zu untergraben. Vernichten wir sie nun in der Schlacht. In der Ganame Pogirin. In der Ganame Pogirin. So, sehr schön. In der Ganame Pogirin. நான் தயார் கட்டு கட்டுவேன் என்ன கட்டளை தோண்டுவேன் என்ன கட்டளை Unsere Verbündeten in Wengi werden auf euren Befehl von Osten angreifen, Yuvaraja. Aber ihre Streitkräfte sind nicht so stark wie unsere. Wir sollten unsere Angriffe mit ihnen koordinieren, damit die Chalukyas unsere Armeen nicht aufteilen können. So, hierhin. So, die sollen hier schon mal anfangen. Hier auch Gold abzubauen. Und gucken wir mal, dass wir hier gleich mal die Produktion haben. Hier weniger Nahrung. Ist ja schön, das können wir schon mal entwickeln. Jedenfalls mal zwei Technologien. Sari, Uluven. Sari, Yadie. Ungel, Sari, Yadie. Ay, the Tayed. Munay, the Tayed. Mhm, da unten noch mal Steine. Ungel Sittam. Find the Tackle. Die Hauptstadt Manyaketa ist das Juwel der Chalukya-Dynastie. Und ihre Universitäten sind mit Schätzen, die aus dem Chawla-Land gestohlen wurden, gefüllt.
Wir sollten sie plündern und die Chalukyas demütigen. Okay. Dann wäre es wahrscheinlich, eine Reiterei aufzustellen. Sorry. So, ein Marktkarren kommt an. Kattuven, Kattuven. So haben wir schon mal alle drei, alle vier Nahrungsmittel. Hier im Fluss, hier haben wir ebenfalls. Da ist auch Gold, da haben wir Häuser. So, jetzt läuft auch hier der Fluss, hier läuft der Goldfluss. Sorry. Sollen Sie mal dahin erkunden? Wir geben euch, was wir entbehren können. Zu Bootsex hat Nahrungserhalten, sehr gut. Meine eigenen Bauern haben also beschlossen, den Feind zu versorgen? Nun gut, ich werde ihre Treue mit gleicher Münze zurückzahlen. Inna kattalai? Sari. Sari, Inda ganame pogiren. Inda ganame pogiren. Unsere Armee ist wenig übrig geblieben. Aber wenn ihr unsere Militärgebäude wieder aufbauen würdet, wären wir bereit, euch im Kampf gegen die Chalukyas zu helfen. Seri. Seri. Kattuven. 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 So. Kattuven. Sorry. So, sehr schön, dann müssen wir jetzt aber definitiv So. உங்கள் சித்தம் சரி 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 ஐயா அப்படியே என்ன கட்டளை சரி ஐயா இந்த கணமே போகிறேன் சரி
So, jetzt bin ich mal gespannt. Kattuven. Enna kattalai. Kattuven. Hey. Kattuven. என்ன கட்டளை கட்டுவேன் கட்டுவேன் சோ சரி உங்கள் சித்தம் mal gucken dass hier auf jeden Fall der Gold und Holzabbau fließt, Nahrung und Nan Tayar Ikkanamirin Tonduven. So, Bogenschützen, Türme, zack Nahrung. Nan tayar. Kattuven, 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 kattuven. So. Sari, enna kattalai? Enna kattalai? So, wir brauchen Steine. So, ich fliege mal da runter. Nan tayar. Eh, sir, inganame. Nan tayar. Kattuven. Kattuven. Enna kattalai. Kattuven. Nan tayar. Kattuven. Sari, sari. Seigiren. So. Gold, wir brauchen Goldvorräte. Ungel Sittam. Sari, enna kattalai. Vetai aadu. Enna kattalai. Indha ganame pogiren. Appadiye. Ungel Sittam. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier zurück ins Lager und behandelt seine Wunden. Sari, ja. சரி சரி ஐயா என்ன கட்டளை இந்த கடமை போகிறேன் சரி இந்த கடமை போகிறேன் நான் கன்சோல் ஏ என்ன கட்டளை
So, den ist da unten im Gold abbauen. Gold, 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 Gold. So. Sorry. Doppelte Axt, Pflug. Ebenfalls entwickeln. Wir brauchen das als vorgeschobenen Stützpunkt. Na, ganz toll. So, das brauchen wir als vorgeschobener Stützpunkt, auf jeden Fall. Das brauchen wir auch um hier. Zu sichern. Na, jetzt marschieren sie schon los. Angriffsstärke, Durchschlagspanzerung. Hm.
உங்கள் சித்தப்படியே என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் So. Hier sind sie gut am Angreifen. Elefantenbogen. Ah, die verbluten an der Burg. Seri. Enna kattalai. Thonduven. Enna kattalai. Nahrung, Kosten. Seri. Tonduven. Tonduven. Beritt Bogenschützen, Durchschlagspanzerung. Das können wir auch noch entwickeln. Sorry. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை வெட்டுவேன்? உங்கள் சித்தம். சரி. உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. சரி. முன்னேறு. சித்தம் சரி என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு சரி முன்னேறு உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் சரி ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் முன்னேறு சொல்லி சரி அப்படியே இக்கணமே சரி அப்படியே என்ன கட்டளை சரி என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை கட்டுவேன் கட்டுவேன் மம்மி கட்டன கட்டுவேன் மரம் வெட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் Kattuven, Vetayaduven. Kommen hier noch eine Uni hin? So. Sind sie auch ein Marktplatz da unten? Ja. Dann können wir nicht langsam aber sicher. Sehr gut, hier haben es die. Die haben sich das schon gesichert. Hundert Nahrung, Bogenschützen da. Dann weiter. Sorry.
So. Jetzt müsste die Stellung hier abgesichert sein. Sieht es nicht oben aus? Sorry. Nan tayar. Sorry. மரம் வெட்டுவேன். So, Schwertkämpfe, Spezialinfanterieeinheit. Das finde ich auch der Wahnsinn, dass sie da nicht treffen. Glühende Geschosse machen wir hier. So. சரி என்ன கட்டளை கட்டுவேன் நான் தயார் மரம் வெட்டுவேன் So, die sind schön in der Reichweite. Von der Burg. உங்கள் சித்தம் அப்படியே. So, mit der Nahrungsmittelversorgung. Jetzt sind wir hier. Ja, Steine habe ich genug. Kattuven. 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 So, jetzt haben wir Plus auf Nahrung. Entwicklung. Nan tayar. Ey.
மரம் வெட்டுவேன் மரம் வெட்டுவேன் மரம் வெட்டுவேன் கட்டுவேன் So, die sollen erstmal hier die ganzen Truppen einsammeln. So, und damit ihr hier noch was zu tun habt. Hierhin, das hier ist mal. Soll unser Verbündeter sich hier glücklich tun. Na ja, jetzt marschieren sie hier vorwärts. Elefanteneinheiten stellen pro mehr Leben her. So, Lö. Sechs Stück. என்ன கட்டளை நான் தயார் மரம் வெட்டுவேன் ஏ சரி நான் தயார் So, da soll sich erstmal wieder aufstellen. Hier unten vorrücken und hier vorrücken. Ich werde meine Armee sofort aussenden, Eure Hoheit. Ich werde meine Armee sofort aussenden, Eure Hoheit. Sehr gut, dann können sich mich die hier darum kümmern. Sorry. Non bidei perigren. Non bidei perigren. Sorry. என்ன கட்டளை
Sorry. So, vorwärts. So, jetzt marschieren wir hier gegen die Truppen. Gegen das Militär vorzugehen. Da müssen wir jetzt halt von mir auf Kriegselefanten setzen. Also ich glaube, der Stützpunkt hier ist. Der Stützpunkt hier ist futsch. Der Rest hier hinten ist recht leer. கட்டளை சரி உழுவேன் என்ன கட்டளை சரி உழுவேன் சரி செப்பனிடுவேன் என்ன கட்டளை Jetzt haben sie sie bis dahin zurückgeschlagen. Das finde ich gut. Da weiß man es nicht heute. Mal schauen, dass wir hier. Es ist noch nicht vorbei, junger Chola. Ihr könnt meine Armee zerschlagen und meine Städte plündern, aber ihr werdet niemals die Chalukya-Dynastie vernichten.
Ich habe schreckliche Nachrichten. Euer Vater, Raja Raja, ist gestorben. Was? Sorry. Das kann nicht. Ich muss sofort zurück nach Tanzabu. Sorry, ja. Ich überlasse euch die Armee, General. Sorry. In der Armee, Bogire. So. Ich werde meine Armee sofort aussenden, Eure Hoheit. சரி இக்கணமே கட்டுவே உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை அப்படியே உங்கள் சித்தம் வாழ்ந்து தாக்கு முன்னேறு சரிய ஆயுதத்தை எடு முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு கணமே போகிறேன் அப்படியே சரியய்யா அப்படியே என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு பாய்ந்து தாக்கு ஆயுதத்தை எடு இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சரி ஐயா பாய்ந்து தாக்கு சரி சரி ஐயா அப்படியே ஆயுதத்தை எடு ஐயா முன்னேறு இந்த கணமே போகிறேன் முன்னேறு ஆயுதத்தை எடு நான் தயார் ஏ என்ன கட்டளை கட்டு கட்டுவேன் உங்கள் முன்னேறு என்ன கட்டளை கட்டுவேன் சோ schnell Dorfbewohner nach Norden. நான் தயார் கட்டுவேன் என்ன கட்டளை நான் தயார் நான் தயார் கட்டுவேன்
கட்டுவேன் கட்டுவேன் கட்டுவேன் சரி கட்டுவேன் So. Vorgeschobene Basis. Die kann man immer gebrauchen. Sorry, cut to win. சரி கட்டுவேன் ஏ கட்டுவேன் என்ன கட்டளை தோண்டுவேன் so muss ich mal rüber So, machen wir hier jetzt einen Cut und speichern ab.